Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Heute sind wir wieder direkt an der Küste unterwegs, in meinem Heimatort in Cuxhaven. Und ich möchte euch hier mal den Amerika-Hafen und das Stäubenhöft zeigen. Also viel Spaß mit dem Video, euer Matthias. Ja, wie ihr sehen könnt, stehe ich jetzt direkt hier an der Schleuse. Die öffnet sich gerade. Da gehen wir jetzt rüber. Dann werden wir uns ein bisschen die Hapag-Hallen anschauen, den Amerika-Hafen und das Stäubenhöft. Ja, und die Schleuse ist offen. Jetzt können wir hier in Ruhe rübergehen. Okay, und dann sind wir auf dem Weg zu unserem ersten Zwischenziel, zum ersten Zwischenstopp. Und zwar ist das der Amerika-Hafen. Das zeige ich euch jetzt einmal ein bisschen hier vom Ufer, von der Kaimauer. Und dann werde ich auch noch einige Drohnenvideos zeigen, die ich schon vorher aufgenommen habe. So. Das Areal ist komplett eingezäunt. Und
deswegen bin ich natürlich auch froh, dass ich die schönen Drohnenaufnahmen für euch habe, die ich euch zeigen kann, da man ansonsten nicht allzu viel von dieser Stelle her zumindest sehen kann. Die ersten Passagiere konnten schon bereits im Jahre 1889 mit dem Dampfschiff hier von Cuxhaven aus nach Amerika fahren. Und Anfang des 20. Jahrhunderts fuhren dann auch schon die ersten großen Oceanliner direkt von Cuxhaven die Häfen in New York und in Boston an. Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Transatlantik-Schiffe dann bereits schon so groß geworden, dass sie den Hafen in Hamburg nur noch unter großen Schwierigkeiten anlaufen konnten. Und so wurde dann hier in Cuxhaven ab 1911 eine neue Anlegestelle für die großen Pötte gebaut. Und dann konnten auch hier in Cuxhaven die damals weltgrößten Schiffe, die der Imperator-Klasse, ablegen und direkt nach Amerika rüberfahren. Und daher stammt dann auch der Name Amerika-Hafen. Ja, und der Linienverkehr hier von Cuxhaven direkt nach Amerika endete dann im Jahre 1972 mit dem Aufkommen der ersten Linien-Düsenjets, die direkt nach Amerika fliegen konnten und somit das Reisen komfortabler und schneller gemacht haben für viele, sodass Seereisen dann eigentlich nur noch für die Leute interessant waren, die halt auf Kreuzfahrt gehen wollten oder mit dem eigenen Boot, mit der eigenen Jolle ein kleines Abenteuer erleben. So, und dann befinden wir uns hier auch direkt vor dem Stäubenhöft. Das ist das Pier, das extra gebaut wurde, damit die Reisenden und Auswanderer vom Amerika-Hafen mit den großen Schiffen direkt nach Amerika fahren konnten. Ja, und die Haparkhallen wurden damals ursprünglich errichtet, um all den Reisenden und Auswanderern eine bequeme Möglichkeit zu bieten. Es gab auch einen extra Bahnhof hier für alle, damit diese bequem mit dem Schiff ablegen konnten über das Stäubenhöft im Amerika-Hafen direkt in die USA.
Ja, dann bin ich auch schon wieder hier auf dem Rückweg vom Stäubenhöft und dem Amerika-Hafen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch wieder einen Daumen nach oben da oder auch einen kleinen Kommentar, freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, euch zu wünschen, dass ihr alle gesund und munter bleibt. Habt viel Spaß, unternehmt was mit euren Freunden oder der Familie. Und dann sehen wir uns ja auch schon bald in meinem neuen Video. Da arbeite ich schon dran. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis bald, euer Matthias. Keep it coming, babe, I don't mind another round. Drinking from your bottle, babe, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby, I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch, I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle. From your bottle.